jetzt lernen wir eine der schwierigsten Techniken im Spraypaint auf. Wir versuchen, einen Planeten hinter einen Planeten zu setzen. In dem Fall ordnen wir später unsere Planetenschablone ungefähr so an, dass der Planet, der als letztes abgezogen wird, der vorderste sein wird. Und der, der hinten dran sein soll, den legen wir so schräg hier drauf, an die Kante. Also setzen wir unseren ersten Planeten auf. So, jetzt kommt das Schwierige. Wenn wir jetzt die Farben für unseren zweiten Planeten machen, ungefähr hier, dürfen wir die Schablone, die jetzt schon liegt, nicht mehr verschieben. Natürlich, wenn es die gleiche Farbe ist wie der andere Planet, dann ist das nicht so schwer. Dann hätten wir schon von Anfang an unsere Struktur machen können. Aber wir wollen doch mal eine andere Farbe benutzen. Also nehme ich jetzt blau, drücke von oben auf die Schablone drauf. Das Wichtigste ist jetzt, damit der Planet später einen Schatten bekommt, der von dem großen Planeten, der vorne dran sitzt, müssen wir hier schwarz dran machen. Es bleibt euch natürlich selbst überlassen, wie viel ihr da machen wollt. Ich mache jetzt nicht so viel. In der Zeit können wir hier auch schon hinten dran alles schwarz machen. So. Jetzt kommt unsere zweite Planetenschablone. Setzen wir jetzt ungefähr hier dran. So. Wichtig ist jetzt, wenn wir alles drumherum schwarz machen, dass wir nicht von der Seite gehen, sondern von oben. Aber wenn wir jetzt von der Seite gehen würden, würden wir in den Planeten reinspritzen, und das wollen wir ja nicht. Also von oben alles schwarz machen. Und am besten immer, wenn du in die größere Fläche gehst, vom Planeten wegsprühen. Also die Dose ein bisschen schräg halten. So minimiert ihr das Risiko, wenn ihr von oben drauf sprüht, dass der Nebel sich noch irgendwie drunter setzt.
geben wir dem All noch ein paar Effekte. So, ein bisschen Weiß. Ja, vielleicht so ein paar Sterne. Machen wir so noch eine Lichtquelle hier hinten an der Seite. Und ziehen unsere erste Schablone ab. Das sieht jetzt doch mal gar nicht so schlecht aus, ne? Okay. Ich finde, wir könnten so ein paar Lichtstrahlen hier dran machen. Paint. 2. Jetzt ziehen wir unsere letzte Schablone ab. Und voilà. Wir haben zwei Planeten nebeneinander. Beziehungsweise hintereinander. Ist das nicht geil, oder? Also ich finde, das ist einer der geilsten Effekte, die man mit Spraypaint Art machen kann. So. Ich finde, ist noch nicht ganz fertig. Ich mache ihn noch ein bisschen mehr Sunburst, nennt man das auch. So. Ja. Jetzt sieht es doch geil aus, oder? Einer der geilsten Effekte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das Bild noch mal geht. Noch mal schreiben. Und fertig. Viel Spaß beim Üben.